Willkommen zurück zu Phasmutieren. Ja, in der letzten Folge haben wir die Station hier rausgesucht. Die eine, wo ich hier gerade stehe. Und dann hier die da oben. Haben uns mal die ganzen Kopfgelder geholt. Und die fahren wir ja ein bisschen nacheinander ab. Wir haben hier schon Kohle angefangen. Noch ein paar Trümmer über. Die müssen wir uns jetzt mal holen hier. So. Los geht's. Hinterher. Ja, die fliegen zusammen. Oder auch nicht. Tatsächlich die dummen Asteroiden immer wären. Dann habe ich nachher auch meine Bedenken, ob ich hier mit großen Schiffen nachher cool sammeln kann in so Asteroidenfeldern. Soll die vielleicht nicht zu groß bauen. So wird das hier nämlich nichts. Da liegt noch was. Ich will alles. Was haben wir da? Oh, noch ein Platten. Gut, dann nehmen wir das. Triebstahl. Immer wichtig. Ach ja, bei den großen Schiffen brauchen wir auf jeden Fall reichlich. Ja, wollen wir gleich mal gucken, wer hier oben noch ist. Gold. Zurück, wir brauchen das Gold. Ich ein bisschen näher ran. So, noch ein bisschen. Können wir den Löffel gleich speichern? Das ist ja kein Angriffswert, das hier nicht zu speichern. Ich mag das nicht, dass der immer so weit weg ist, aber. Gold, Gold, Gold. So, auch unseres. Guck mal, wer da oben rumbimmelt. Halt, Triebstahl. Jetzt hätte ich das fast übersehen. Vor allen Dingen, da ist ja noch Gold. Schlampig gearbeitet. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt aber. Wer pinkt hier rum? Ja, ich komme doch. Zwei Stück. Und der hier hat wieder ein Date mit einem Asteroid. Mach das nicht. Na, ich würde sagen, wir folgen erstmal dem Recht und hoffen, dass der andere nicht runterkommt. So, was haben wir da? Ah, da ist so einer. Der ist aber ungesund. Dann würde ich sagen, wir stellen uns hier gleich irgendwie so hin. Und richten uns einfach nach ihm. Wie war das? Er. Ne, der da. So, mal gucken, was passiert. Du bist gleich nach ihm. Und dann lasern wir den einfach volle Kanüle weg. So, würde ich sagen, erstmal die Waffen weg. Je nachdem, wer sich hier, wo er sich ausrichtet zu wählen, fliegt der andere dann ringsrum. Richtet sich nach den Rechten wird auch man nicht auf den Sammler, der ist dafür nicht gemacht, Digga. So, gehst du mal nach da so. Ach, scheiße, auf der anderen Seite ist. Na gut, dann brauchst du nicht so weit, dich zu bewegen. Du bleibst einfach hier und wir schießen direkt das Cockpit. Einfach da reingebratzt, das wird schon gehen. Auch mit allem, was du hast. Na, wieder Reaktorstopp, ist auch mal so. So, schälen. Ja, ist okay. Ja,
Wer soll man noch um den anderen kümmern? Wo wir den einsammeln, da kommt der ja schon. Wir richten uns aus. Du machst besser mit. Stellst dich mal auch da so hin. Und richtest dich nach ihm. Einen gleichen Scheiß nochmal. Flachs weg. So. Ja, wartet noch, bis er in Position ist. Jetzt auf die Flak. Na, versuchen wir mit der Flak. Das blockt hier. Noch wohl nicht wahr sein. Nein, du machst ja die Dings erst. Ist genehmigt. Tschüss. Ich sollte vielleicht auch noch die Laser mit reinnehmen, diese Rolle. Die machen wir mal für 3. Die können ja auch mal ein bisschen mitsupporten, könnten hier zum Beispiel schon die Kanonen wegschießen oder so. Das können sie jetzt gleich mal machen. Und das andere Schiff ballert hier einfach mal weiter rein. Nicht das mal wegzudrehen, bitte. Danke sehr. Schäden. Naja, das geht doch leicht an dem Schild vorbei. Irgendwie kriegen die ja ständig Schäden. Der ist auch nicht ganz drin im Schild. Der wird auch ständig beschädigt. Der Block. Muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen. Aber das machen wir dann, wenn wir das Modell hier überarbeiten. So, das hier erst einsammeln bitte. Ist das Ding hier geklärt? Perfekt. Dann gucken wir noch ein bisschen rum, vielleicht wird noch Gold oder so. Da ist wirklich noch Gold. Okay, warte, markieren wir uns mal. Da. Oh, da ist Uran. Auch noch ein bisschen. Steuerung M für das Teil. Oh Gott, das kriege ich ja krank in der Hand. Das ist kein cooles Kürzel. Scheiße, was war's? Gold. Ich sage einfach mal Gold. Batteriesteuern ist egal, wird trotzdem nicht egal. Ah, hier haben wir noch eine Triebstange. So, siehst du, was hat mich hier eigentlich geblockt? Das war bestimmt irgendein Wrack von irgendeinem, den die zerlegt haben. Hier liegt doch noch was. Haben wir das markiert? Nein. Bares Geld, Jungs, bares Geld. Jede Platte bringt jetzt Kleingeld. Ich fahre mir hier noch alle ab. Verkaufe halt alle Platten, also alles, was über 20.000 ist ungefähr genau. Und dann muss ich beim nächsten nichts mehr machen. Dann mache ich nur noch, dass ich quasi, wie nennt sich das hier, Ruhm kriege. Dass ich ein paar Leute hab. Und dann baue ich mir meine Schiffe immer so halt, dass ich halt stärkere habe, größere. Ich werde wahrscheinlich den hier immer weiter updaten und den dann halt noch einen kleinen oder zwei kleine Jäger geben. Das sollte eigentlich passen. So, haben wir denn jetzt alles hier? Bis jetzt, komm, hier. Das ist alles meins. Dann dahin. Das will ich auch. Was gibt's da?
Ja, Uran. Und der Triebstahl, der falsch markiert war. Da oben. Zack. So. Lass den außen, würde ich sagen. Da haben wir noch eine Triebstahl. Zurück. Sieht das aus? Passt hier überhaupt noch was drauf? Vielleicht einer noch. Da können wir noch mal gucken, da ist nichts. Das ist nur so ein Teil. Da kommen wir auf den Rückweg. Ne, besser. So. Und das. Vielleicht mal wieder speichern, dass der uns hier gleich voll vor der Mütze gibt. Da kommt er doch. Nähern uns vorsichtig. So, was kommt da? Aha, wieder so einer mit einem Mini-Reagier. Muss mal gucken, dass der uns nicht wegfliegt. Vielleicht gleich mal auf die Düse an Anfang. Dass der hier nicht versucht, sich wegzumachen. Das kann er voll vergessen. So, oder halt, wir haben ja gleich einen ausgewählt. Ah, die Raketen könnten halt auch ein bisschen rumnerven. Aber ich bin erstmal für die Düse. Und dann gehst du mir auf die Railgun. Dann gucken wir mal, was passiert. Das gleiche mit denen. Und du halt das gleiche. Scheiße, jetzt habe ich den in Angriff geschickt. Ja, mal gucken, was passiert. Nein, da greift nicht das Richtige an, auf jeden Fall. Das nicht, das da. Bisschen langsamer. Wenn ihr euch bitte den da ausrichten wollt, wäre das gar nicht so schlecht. So, Raygun weg. Jetzt nervt er mich eigentlich, warte mal, nicht mehr so groß. Ich weiß noch nicht, ich flieg einfach mal mit denen auf da. Und du gehst da lang. Und dann schießen wir den einfach an die Seite. Ja, nett, wenn du vielleicht in die Richtung gucken würdest, aber ich denke, das geht schon klar. Gepanzert ist er ja hier, der Kleine. Okay, dann du auf dem Reaktor. Wie gepasst. Muss da eigentlich fast bleiben. Okay. Dann lass das. Oh, was hab ich da wieder ausgewählt? Pauline. Geht erst in der letzten Sekunde da, also, naja. Hätte man besser machen können. Warte mal, hat er sich gedreht, dieser? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da hier ein Drama mit den Dingen. Naja, dann komm einfach auf den Reaktor. Echt jetzt? Na, dann drehen wir noch eine Runde. So. Mann. Kann man ja keinen zeigen, was das hier für ein Elend war. Aber wir haben es ja geschafft. So, hier halt alles einsammeln. Das, was davon noch über ist. Ah ne, bisschen schneller bitte. Ja, sowieso nicht mehr viel Platz, da passt das Ding nicht. Könnte der vielleicht noch reinpassen jetzt.
Ja, easy, passt ja noch ein. Dann nehmen wir den anderen rechts auch gleich noch mit. Jetzt wieder in den Verbund fliegen. Nein. Aus der Perspektive kann ich das wohl nicht. Okay, so, jetzt. Als erstes Fragezeichen. Warte mal, was ist denn hier los? Wieso fliegen wir nur 20? Was denn das sein? Könnten wir wohl kurz sagen, das unterlassen? Triebstange, naja, klar nehmen wir den mit. Da bin ich doch gierig. Da wird man leider dann nicht mehr drauf passen. Jim, alle an Bord. Ich glaube, die haben es mal mega auf uns abgesehen. Es geht ja ab, gleich 5 Stück. Das schreibe ich mal lieber nochmal. Du, geh mal da so hin. Noch ein bisschen ausrichten. Oder drehen. Mal schauen. Ich hoffe nur Kleinkram. Ah ja, easy. Jetzt soll die ja drinne sein. Fast gesagt, Feuer nach eigenen Ermessen. Warte mal, kann man denn... Ah ja, cool. Kann man alles zusammennehmen. Ja, was er schafft, schafft er, ja. Viel Spaß. Haben sie geschafft. Ich bin begeistert. Das hätte ich nicht erwartet. Naja, so hier, Tier. Da, aufs Cockpit. Das ist auch mal ein Toothpick. Gleich als nächstes. Cockpit. Ah, ist okay. Wir schauen, dass was da noch kommt. Ach echt, ja. Kommen nur 5 Eier. Dann lassen wir den Toothpick erstmal gewähren. Du? Ja doch, jetzt passt, oder? Ja. Kurz Angst, dass ich meine Schiffe von der Position weggeschickt habe. Toothpick ist auch sehr produktiv, ich sehe schon. Harry Gold gibt alles. Wir versuchen es mal. Ach, ich kann mich nicht drehen von hier. Ja, der Laser wird das schon regeln. Möchte, kann er natürlich zuerst. Das ist auch nicht das Problem. So, gut, hier genug sind nur so gestanden. Dreht euch. Du, mach den Platz. Schöner ran, bitte. Du. Danke sehr. Ja, ich kann sowieso nicht abbauen. Ich komme gleich wieder, Jungs. Macht euch keine Sorgen. Zack. Ja, haben wir ein bisschen fette Beute gemacht. Das wird doch hier schon ein paar tausend sein. Ich weiß ja auch nicht. 5 Platten hat mich das gekostet. Naja. Hey, wir drängen mal die Station nicht so. So, ist okay. Wir tragen... Wir kaufen erst. Wir stehen da besser zum Verkaufen. Hier. Ja. Oh ja, hier jetzt. Endlich mal ein bisschen Kleingeld. Das wollen wir auf keinen Fall erkunden. Wie weit sind wir da? Aber da haben wir noch ein bisschen.
Gut, du kriegst Platten. Ja, nimm alle meine Platten. Und dann fahren wir schon mal hier rüber. Also vielleicht so. Dann kann der hier mal den ganzen anderen Scheiß auf die Base laden. 40. Oh, wir haben 4 Triebstahl gefunden. Wo kommt der denn her? Wie sieht das hier plattentechnisch aus? Oh ja, da können wir noch ein paar runter. Hier. Platten für dich, mein Freund. Verkauf die, damit ich dir neue verkaufen kann. Oh mein Gott, obwohl, noch ein paar mehr. Dann kann da gleich alles aus, wie viel Platz hat der? 6000. Komm, hier kriegst du 3er. Obwohl, ich verkaufe einfach den Rest. Nö, gib wieder her, wir machen genau 20. Passt. Was brauchen wir denn eigentlich noch an Zeug? Hier so ein Railgun, ja, ich weiß nicht, kostet Schweinegeld und alles auf einmal explodiert. Einen Mini-Railgun würde ich vielleicht mal versuchen. Komm, wir kaufen das für 8000, das ist jetzt meins. Großes Schild, ja. Komm, soll's. Kontrollraum, ja, irgendwann wird man den brauchen. Nehmen wir mal mit. Riesige Schubdüse, nehmen wir auf jeden Fall. Boost, habe ich noch nie ausprobiert. Mal gucken. Der Maschinenraum, weiß ich nicht. 50%, ja, aber brauchst halt 2 Leute die ganze Zeit dran. Und das Ding kostet Triebstahl und übelst viel Platz. Und dann im Endeffekt macht das auch nur 2-3 Triebwerke mehr oder weniger in eine Richtung. Tja. Weiß ich nicht. Na, mal gucken. Wir haben gerade Geld, können wir kaufen einfach alles. Da will ich auch. Was gibt's hier? EMP, ja, aber, kostet 8000, nehmen wir von mir aus auch. Den Traktorstreif will ich auf jeden Fall. Der ist nämlich cool. Da kann man nämlich schön die kleinen Schiffe später wegschubsen, die mir auf den Sack gehen. So, das da. Ah, eine Sprengladung kommt für 800. Haben wir dann alles. Passt. Geil. So. Müssen wir uns darum schon mal keine Gedanken mehr machen, dass wir hier noch irgendeinen scheiß Bauplan brauchen. Weiter geht's, würde ich sagen. Bist du ausgeladen? Warum hat er so ein Symbol, dass ich hier Leute zurückrufen kann? Wo sollen hier Leute sein? Na gut, okay. Ausrichten. Und... Was gibt's da? Hab ich die hier vergessen? War ich doch aber. Da unten war ich. Mach das weg. So, komm mal nur zurück. Den ganzen anderen Scheiß noch einsammeln. So, da haben wir noch reichlich. Da ist das Schiff doch schon wieder halb gefüllt. Oh ne, du nicht. Du machst da nicht wirklich was. Aber du. Könnte denen hier noch 2-3 Kabinen geben? Dann kann man hier immer mal schnell Leute rüber machen für Großprojekte. Schnell von so einem Kriegsschiff abgezogen. Wenn hier wirklich mal irgendwie ganz viel rumliegen sollte. Riesengroßes Schiff oder so. Wenn einiges überbleibt, kann man ja auch in das Schiff reingehen und das einfach abbauen. Im Bauplanmodus. Das geht auch schön einfach und schnell. Muss man nur noch das Zeug danach einsammeln. Haben wir den Triebstahl da? Da ist noch irgendwo Triebstahl, Digga. Da müssen wir noch mal ran. So, ist okay. Viel besser.
Das da hätte ich auch gern noch irgendwie. Sollte das noch reinpassen. Hier ist auch noch Triestahl. Verarsch mich doch nicht. Was ist denn hier los? Hier ist doch drüber was. Mal. Ich will alles haben. Hier gibt's her. Was ist hier? Ah ja. Sehr gut. Nur drei Anläufe gebraucht, das Zeug abzubauen. Sieht man da noch? Naja, wir verzichten da jetzt mal drauf. Machen wir mal so. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Dann da ein, ups. Ist hier noch irgendwas Geiles? Nix. Da bibbelt's, da will ich doch gucken, was da los ist. Hallo, zeig mal. Das ist die Station, die ich dann vernichten soll. Für die Mission, Konfliktmission. Was geht hier? Muss gerade irgendwas zerlegt worden sein. Hier liegt ja schon ein Wrack. Das nehmen wir natürlich mit. Ist hier noch mehr? Tja, 9er Station. Wenn ich überlege, wie die eine 9er Station aussah in der Demo, ist das hier ja wohl ein Witz. Weil die in der Demo, die hatte, ich glaube, so 10, 13 Raketenwerfer dran. Die hatte ich einfach nur zu Brei gemacht, wenn du auch nur annähernd in die Nähe geflogen bist. Und das Ding hier hat ja nur Geschütze. Die laser ich einfach weg auf lange Entfernung. Könnte man theoretisch machen. Die will ich eigentlich sowieso angreifen irgendwann. Aber ich weiß nicht, was da Geisteskrankes auf uns zukommt. Na, vielleicht mache ich das mal zum Schluss. Nur mal so zum Gucken. Wenn ich hier alles geklärt habe. Dann mache ich die mal platt. Beziehungsweise versuche mein Bestes. Ich weiß, da kommt Verstärkung. Und ich verliere Ansehen bei denen. Die Verstärkung ist abhängig, wie viel Ansehen ich habe. Und ich glaube, alle Monolith-Schiffe gehen dann auch auf mich. Also hier dementsprechend, weil es ja eine Monolith-Station war. Hinten sein Cockpit. Scheiße, ich habe lange nicht mehr gespeichert. Ja, wir schießen den einfach alle Dingens weg. Der hat nicht mal ein Schild, sehe ich gerade. Fang rechts an. Ja, genau, bleib auf Abstand, ist eigentlich okay. Und dann zurück. So, das gleiche. Ja, auf der Seite erst. Na, dann kann er mich mal mit seinen EMP am Arsch legen. So, was machst du jetzt? Also den Assi weg. KI schießt auf alles, nur nicht auf irgendwas Produktives hier. Wo ist jetzt? Der Reaktor liegt frei? Nee, nee, noch nicht ganz. Da, habt ihr's. Das ist das Letzte, was überbleibt, sind die wichtigsten Teile, die man am Anfang gehen sollte. Ja, habt ihr gut gemacht. Naja, hat zwei Platten gekostet, der Spaß. Ist genehmigt.
Wirklich alles eingezogen? Hey, was? Ich wollte mal sagen. Oha, wer kommt denn da? Ja, kommt er ja wirklich ziemlich direkt. Fliegt hier ein bisschen unter uns lang. Kommt mal her, Jungs. Sammeln bitte. Level 5. Mod. Oha, er hat zwei Raketenwerfer. Ich würde sagen, wir ballern den direkt in die Mitte rein auf den Reaktor. Scheiße, hier fehlen uns noch ein paar People. Dann machst du hier eine Auszeit, bleibst da hinten. Wartest auf deine Leute. Und du brutzelst hier voll im Ohr in den Reaktor. So, es ist genehmigt. Los geht's. Halt, du solltest dich auch wenigstens ausrichten dazu. Jetzt bist du bereit. Dann kannst du da hochwarten, ist okay. Ja, du bist nach dem ausgerichtet. Wieso ist er das automatisch? Na, ist ja auch egal, soll er ja eigentlich machen. Dann du, brutzeln. Schön, tanky. Ja, kommen unsere Leute. Habe ich keine Düsen? Ja, ich hab... Ne, doch, ich hab hier Düsen. Was ist denn los? Wieso ist die nicht aktiv? Er soll doch zurückfliegen. Ich meine, die hat keinen Strom, damit lebe ich ja noch, ja. Aber das kann ja mal sein. Aua, da? Ich glaube, weil das da nicht balanciert ist, dann würde die sich, würde das sich drehen. Das hatte ich ja schon mal. Gut, okay. Ich habe verstanden. Los geht's. Dann sollte ich vielleicht noch eine mehr anbieten. In der nächsten Version von dem Ding. Da fällt mir ein. Ich glaube, das war's so langsam für diese Folge. Verabschiede ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.